Herzlich willkommen zurück. Für dieses Video solltest du bereits wissen, dass Groß F ist Stammfunktion von Klein F, bedeutet, dass Klein F die Ableitung von Groß F ist und du solltest die Regeln fürs Ableiten von Polynomfunktionen bereits kennen. Das Ziel für dieses Video ist, dass wir gemeinsam eine Stammfunktion einer Polynomfunktion ermitteln. Schauen wir uns gleich die Aufgabenstellung an, und zwar ermittle eine Stammfunktion Groß F von Klein F mit Klein F von x ist 8 mal x hoch 3 minus x Quadrat plus 1 Fünftel mal x minus 42. Und nun folgt schon der Arbeitsauftrag, und zwar ermittle eine Stammfunktion. Und eine kleine Erinnerung: x hoch n abgeleitet ist n mal x hoch n minus 1. Nimm dir dafür jetzt ein paar Minuten Zeit, pausiere inzwischen das Video und dann sprechen wir ein bisschen darüber. Na gut. Um eine Stammfunktion zu finden, müssen wir ableiten, umkehren. Schauen wir uns zunächst den Fall x hoch n an. Wenn wir x hoch n ableiten, dann wissen wir, okay, wir müssen mit der Hochzahl multiplizieren und dann die Hochzahl um 1 verringern. Wenn wir jetzt also diesen Prozess umdrehen wollen, dann müssen wir zuerst die Hochzahl um 1 erhöhen und dann durch die Hochzahl dividieren. Damit haben wir diesen Prozess, den wir hier hatten, genau umgekehrt, also wir haben das Ableiten im wahrsten Sinn des Wortes umgekehrt und haben damit eine Regel gefunden, wie wir für solche Potenzfunktionen eine Stammfunktion angeben können. Und diese Regel müssen wir jetzt bei Polynomfunktionen einfach öfters verwenden. Dann würde ich sagen, gehen wir es an. Beginnen wir mit dem ersten Term, 8 mal x hoch 3. Wir wissen, okay, der 8er bleibt einfach einmal stehen. Und für x hoch 3 erhalten wir dann hier x hoch 4 Viertel. Also wir können uns hier an dieser Formel orientieren oder wir überlegen uns einfach wieder zum Überprüfen, wenn wir das hier jetzt ableiten, dann bleibt genau x hoch 3 übrig. Denn wir würden den 4er vorziehen, die Hochzahl um 1 verringern und der vorgezogene 4er wird sich genau mit dem 4er im Nenner hier kürzen. Na gut, machen wir weiter mit minus x Quadrat. Da erhalten wir jetzt x hoch 3 Drittel, wieder mit dieser Regel. Und wir könnten das wieder ganz leicht überprüfen. Dann weiter mit 1 Fünftel mal x ist dann 1 Fünftel mal x Quadrat halbe. Und bei 42 müssen wir jetzt nochmal aufpassen, denn hier kommt auch noch ein x dazu, denn das hier abgeleitet ist ja dann einfach wieder 42. Na gut. Das können wir jetzt noch ein bisschen vereinfachen, also wir können da noch ein bisschen was kürzen und hier zusammenfassen und dann erhalten wir diesen Ausdruck hier für Groß F von x. Und als nächstes stellen wir uns die Frage, ob das die einzige Stammfunktion von klein f ist oder ob es da vielleicht noch mehrere gibt. Und diese Frage, die beantworten wir im nächsten Video.